Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute soll es darum gehen, warum du kein Fett verlierst, warum du es nicht schaffst abzunehmen. Das ist ein großes Thema auch in meinem Leben. Ja, immer mal wieder meine optimale Figur und dann rutsche ich manchmal ab und dann setzt sich ein bisschen Körperfett an. Und heute möchte ich mit dir über die einzelnen Punkte sprechen, auf das du achten kannst, weil viele geben auf dem Weg zu ihrem Wohlfühlgewicht. Es geht hier um dein Wohlfühlgewicht, nicht eine Figur haben wollen wie irgendjemanden im Fernseher oder so, sondern dein Wohlfühlgewicht, wo du dich wohlfühlst. Und bevor du aufgibst, schau genauer hin, was dich daran hindert, wirklich dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und das können verschiedene Punkte sein. Ich habe jetzt hier einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt und eine große Hilfe, die dich unterstützen kann, diesen Punkt in Zukunft besser zu kontrollieren. Und zwar deinen Kalorienbedarf richtig einschätzen. Ich habe da eine App, die werde ich euch einblenden. Das ist alles unbezahlt, keine Werbung, nichts. Ich benutze das privat und bin davon begeistert. Es kostet nichts. Diese App, da kannst du dein Gewicht eintragen, wie viel du abnehmen möchtest, ob du Gewicht halten möchtest, je nachdem, oder zunehmen möchtest. Und er rechnet für dich aus, ungefähr wie viele Kalorien du pro Tag essen darfst. Ich habe das jetzt gemacht seit ein paar Wochen und bin begeistert von dieser App. Ich gebe jeden Tag ein, was ich so gegessen habe und bin zum Beispiel die letzten Tage darauf gestoßen, dass ich eigentlich viel zu viel esse. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mein Kalorienbedarf gerade da ist, 1800 oder so, ich kann es einblenden. Und ich habe aber 2600 Kalorien zu mir genommen. Und das, obwohl ich nur einmal am Tag esse. Und das betrifft ganz, ganz viele Menschen. Warum? Wenn wir genauer hinschauen, ja, wie wir essen, was wir essen, dann sehen wir eigentlich, habe ich ja ganz, also viel zu viel gegessen, als das, was ich eigentlich sollte. Ich ernähre mich ja zu 99% gesund. Ja? Und wie gesagt, nur auch einmal am Tag. Aber wenn ich mein Essen zubereite, kommt da manchmal ein bisschen zu viel Öl rein. Oder meine Kinder essen gerade einen Berliner und ich beiß hier und da mal rein. Das sind Sachen, die ich nicht mit dazu zähle. Und das sind genau die Sachen, die dann im Fett hier am Bauch landen oder ja, je nachdem, wo gerade deine Problemzone ist. Das heißt, guck dir in der App an, wie viele Kalorien du essen darfst. Gib immer ein, was du gegessen hast. Und dann hast du schon mal so einen Überblick, ungefähr wie viel du essen darfst. Und gerade dann, wenn das Fett wirklich hartnäckig ist und es geht nicht runter, besorgt dir eine Küchenwaage. Ich habe zu Hause eine Küchenwaage und da lege ich es drauf, wie viel Quinoa ich zu mir nehme, wie viel Öl ich, wenn ich darauf achte, extrem. Ja? Das sind gerade immer dann die Tage, wo ich am Bauch zum Beispiel abnehmen möchte, weil bei mir ist es immer ganz sofort der Bauch, der so ein bisschen anfängt, dicker zu werden. Da gucke ich dann ganz genau drauf und messe und wiege mein Essen. Ja? Wenn du zum Beispiel dein Brot schmierst mit Butter, es kann sein, dass du sagst, ich mache nur ganz wenig Butter, aber du kannst dein Brot auf der Waage einmal wiegen. Sagen wir mal, das Brot wiegt 30 Gramm und dann kannst du die Butter drauf schmieren. Bei dem anderen sind es danach 35 Gramm und bei dem daneben sind es dann 50 Gramm, da dann 20 Gramm Butter. Und wir merken den Unterschied oft nicht. Das sind ganz kleine Veränderungen im Essen, die ganz großen Einfluss auf unsere Figur haben. Ja? Diese 20 oder 30 Gramm Butter mehr sind dann nochmal 100, 200, 300 Kalorien mehr. Das geht ganz schön aufs Gewicht. Deshalb schau nochmal ganz genau, was du isst. Am besten, wenn du wirklich, wirklich mehr Fett verlieren willst, besorg dir eine Waage und wiege dein Essen. Der zweite Punkt, das muss ich nochmal genau schauen, richtig einschätzen. Pro Mahlzeit können manchmal ein paar hunderte Kalorien mehr sein, ohne dass wir das merken. Ich habe mir jetzt hier hingeschrieben, der Biss in die Schokolade, das passiert auch mal bei mir, wenn die Kinder was Süßes essen. Manchmal beiße ich auch in das Brot der Kinder rein, das Öl zum Kochen, das Dressing für den Salat oder das Nebenbei-Essen, was wir manchmal auch nicht merken. Mache ich auch manchmal hier am PC, wenn ich sitze, dass ich nebenbei irgendwas esse und denke, ja, das ist ja eh gesund, ja, hier die paar Nüsse. Aber wenn wir mal Nüsse genauer anschauen, ich hatte letztes Mal Pistazien gegessen und war schockiert. Ich hatte irgendwie 900 Kalorien innerhalb von ein paar Minuten wieder drin. Ja? Das ist natürlich Fett, was sich ansammelt. Du musst wissen, wenn du am Bauch abnehmen möchtest und das nicht klappt, der Bauch ist immer das Letzte in der Regel. Ja? Bei Regeln gibt es immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es das Letzte, wo Fett abgebaut wird. Meistens geht es im Gesicht weg, in den Armen, in den Händen, in den Beinen, wo auch immer. Und der Bauch nicht so gut durchblutet ist und die Fettschicht da richtig schön Fett hier drin sitzen kann, ist es immer das Letzte. Da immer dranbleiben, regelmäßiges Trainieren. Also wenn, ich merke es bei mir, wenn ich es nicht schaffe abzunehmen, beziehungsweise ich merke es immer an den Hosen, okay, es wird ein bisschen eng, jetzt wieder gucken. Ich wiege mich immer ganz selten, aber die Klamotten sagen alles und ich mache auch gerne Fotos von mir. Das heißt, vom Spiegel stellen, zieh dir entweder was Enges an oder stell dich in Unterwäsche hin und mach Fotos regelmäßig. Da siehst du immer den Unterschied. Weil manchmal ist auch bei mir so, dass ich das Gefühl habe, ich trainiere jetzt regelmäßig und ich merke keinen Unterschied. Aber durch die Fotos sehe ich doch
wie der Körper trotz allem immer straffer wird, ne? Wie die Arme auch straffer werden, obwohl sich das Gewicht vielleicht nicht verändert hat oder sogar noch gestiegen ist. Ende Dezember hatte ich ein Gewicht von 53, noch was. Jetzt aktuell habe ich ein Gewicht von 57, noch was. Weiß aber auch, dass es an den Kalorien liegt, die ich einfach immer wieder dazu nehme, wie zu viel Öl oder hier und da mal Naschen. Und gerade Nüsse, bei mir haut es immer mit den Nüssen rein, die ich regelmäßig esse. Genau. Also, wenn du wirklich Fett verlieren willst, dann achte ganz genau, was du isst und wiege ab. Das sind so Sachen, ich weiß, es ist extrem, aber wenn du wirklich Fett abbauen willst, dann kommst du nicht dran vorbei. Weil wenn wir einfach nur mit Augenmaß machen, Augenmaß können wir uns richtig schön verschätzen und kommen einfach nicht weg von dem Fett am Bauch und wo auch immer deine Problemzonen sind. Deshalb essen, wiegen und regelmäßiges Training. Mach das in deine Kalender. Einfach eintragen, wann du immer trainieren möchtest. Mittlerweile stehe ich sogar früher dafür auf, wenn ich weiß, ich habe heute einen Tag, wo ich viel zu tun habe, mehrere Termine, die Kinder, das Essen, das Einkaufen, dann weiß ich und es geht mir gut. Ja, also wenn ich komplett erschöpft bin, trainiere ich nicht. Aber es geht mir gut, dann weiß ich, sag mal, dann stehst du jetzt diesen Tag um 5:30 auf und machst dein Training, dauert eine halbe Stunde. Ja, manchmal nehme ich mir auch nur die 10 Minuten. 10 Minuten kannst du jederzeit schaffen, in der Regel. Jederzeit. Wenn du einmal angefangen hast mit dem Training, das möchte ich dir sagen, wenn du einmal angefangen hast, wirst du es immer durchziehen. Ich trainiere nicht nur, um meinen Körper straff zu halten, ich trainiere auch, um Aggressionen rauszulassen. Was ist das denn? Ja, auch wenn ich hier so lieb und nett aussehe, auch ich habe Aggressionen in mir. Okay. Es kommt auch mal Wut, es kommt auch mal Enttäuschung, es kommt auch mal Frust. Das heißt, ich habe auch diese Emotionen, die ja in Anführungsstrichen negativ sind. Aber das hilft mir beim Training, die abzulassen. Ja? Wenn ich da rumspringe und diese laute Musik und ich gehe so richtig aus mir heraus und mein Körper bewegt sich, danach fühle ich mich richtig gut. Wie ein Kind, das eine halbe Stunde rumgeheult hat. Ja? Fühlt sich danach ja auch meistens so schlapp und vielleicht auch einfach nur gut, weil es alles raus ist. Und das hilft mir beim Training, diese ganze negative Energie mal so richtig schön rauszulassen. Was ich mir angewöhnt habe, ist, wie gesagt, jetzt regelmäßig zu trainieren. Also mindestens 3-mal ist im Kalender feste drin. Ich schaue, dass ich aber 4 bis 5-mal aktuell die Woche mache. Für diejenigen, die absolut nicht zum Trainieren kommen, ich habe auch Kunden, ich habe Frauen bei mir im Timeweaver Mentoring, die sind alleinerziehend, sie arbeiten den ganzen Tag, kommen sehr spät nach Hause, sind mit den Kindern beschäftigt. Macht euch nicht verrückt, dann musst du erstmal nicht trainieren. Wenn das nicht geht, geht's nicht. Hier geht's darum, dich erstmal so zu akzeptieren, wie du bist. Ich möchte hier keinen Druck aufbauen. Ich habe den Luxus, einen Partner an meiner Seite zu haben und mich nicht alleine um die Kinder kümmern zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer noch ein Luxus. Es gibt Menschen, die machen alles alleine und an die großen Respekt. Ich verneige mich vor euch. Schaut, dass ihr, wenn ihr seht, es geht nicht, ich habe die Kraft nicht, dann musst du das nicht machen. Dann schau, dass du dich mehr entspannst und in Selbstliebe badest. Das heißt, dich akzeptierst so, wie du bist. Und eventuell dann am Wochenende, wenn die Kinder vielleicht abgegeben sind oder mit den Kindern zusammen, einen Spaziergang zu machen oder zu Hause zusammen eine Sporteinheit zu machen. Wie gesagt, 10 Minuten, ich kann euch auch ein Video einblenden oder unten verlinken. Es gibt von mir Videos hier auf YouTube, es gibt auch von anderen Videos. 10 Minuten trainieren geht so schnell um, glaubt's mir. Ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, auf dem Laufband zu laufen, immer wenn ich das Handy in die Hand nehme und in Facebook, YouTube oder in Instagram rumgucke. Und ich habe jetzt extra das Laufband immer draußen, also ich packe es auch nicht mehr weg, damit ich keine Ausrede habe, oh, keinen Bock, das jetzt rauszuholen. Immer, also letztes Mal war ich echt schockiert, ich hatte eine Insta-Story gemacht und wollte sie hochladen von unterwegs. Dann bin ich nach Hause, wollte sie hochladen und dachte mir, komm, das dauert 2-3 Minuten, egal, geh aufs Laufband. Erstmal wollte ich nicht aufs Laufband, wegen 2 Minuten aufs Laufband, geh aufs Laufband. Ich war 35 Minuten auf dem Laufband. Ich habe 35 Minuten gebraucht, um diese Story hochzuladen. Weil nebenbei ist sie nochmal abgebrochen, dann wollte ich nochmal Bilder verlinken, dann habe ich dazwischen noch Fragen beantwortet, einen Anruf entgegengenommen und dann war ich tatsächlich 35 Minuten auf dem Laufband. Dachte ich mir, geil. Und Ausdauer hilft auch nochmal, Fett zu verbrennen. Und stell dir vor, wenn du jetzt ein Laufband hast oder wenn du ein Fahrrad zu Hause hast, immer wenn du ans Handy gehst, wenn du in Facebook reingehen willst, setz dich aufs Fahrrad, geh aufs Laufband, wenn du eins hast. Ansonsten stell dich hin und lauf einfach durch die Gegend. Lauf hin und her, das kannst du auch machen, im Flur, im Wohnzimmer. Meine Wohnung ist auch nicht besonders groß. Aber einfach rumlaufen und dann kannst du immer mal gucken, kurz stehen bleiben und dann wieder rumlaufen. Wenn dein Gewicht stagniert, immer gucken auch mit den Klamotten. Also bei mir, ich achte jetzt nicht extrem aufs Gewicht, sondern mehr mit den Klamotten, wie sie passen und die Fotos, die ich mache, die regelmäßigen Fotos, die ich von meinem Körper mache. Dann schaue ich, hat sich da was getan oder nicht. Und
So merke ich nicht, dass sich was getan hat. Aber in den Bildern sehe ich, okay, der Bauch ist straff. Klar, ich habe ein bisschen zugenommen, aber trotzdem ist eine Taille da. Trotzdem sehe ich, dass an den Seiten die Muskeln sind. Ich sehe, dass an den Beinen was getan ist. Ich sehe, dass der Po schön rund ist. Das heißt, ich sehe das im Spiegel an den Bildern, die ich in meinem Handy gespeichert habe. Ja? Nicht komplett auf die Waage verlassen. Dann habe ich ein kleines Heftchen, das habe ich jetzt gerade hier nicht stehen, so ein kleines Hausaufgabenheft, das kostet 19 Cent beim Rossmann oder beim DM. Habe ich für meine Kinder für die Schule gekauft und dann mir eins gerade mitgekauft. Und da, dieses Hausaufgabenheft, das ist ja mit Datum und so weiter versehen, da schreibe ich mir regelmäßig meine Trainings rein. Es war nämlich eine Zeit lang so, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, ich trainiere zu wenig. Und jetzt schaue ich da rein. Ich hatte damals auch immer das Essen eingetragen, was ich gegessen habe. Das habe ich mal abends gemacht, also abends im Bett lag das schon neben mir. Und dann habe ich eingetragen, heute trainiert, zum Beispiel 10 Minuten. Und dann, was habe ich gegessen, habe ich so grob reingeschrieben. Das Essen mache ich jetzt direkt in die App rein, weil dann kann man es viel, viel, viel besser kontrollieren. Und der tut sofort ausrechnen, wie viel Fett du schon weg hast, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, das tut er direkt ausrechnen. Wie viel Zucker, das letztes Mal hatte ich zum Beispiel die Berliner mit meinen Kindern gegessen und dann stand dann schon, du bist über dein Zuckerziel hinaus, das ist schon zu viel. Da dachte ich mir, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mit dem Heft habe ich einen Überblick, wie oft ich trainiere und das sehe ich dann. Wie oft habe ich mich bewegt? Ich habe so einen kleinen Tick, immer wenn ich mich im Alltag von Süßigkeiten ernähre, wenn ich Sachen esse, die jetzt nicht so gesund sind, weiß ich genau, so, das musst du jetzt wieder wegkriegen, indem du dich mehr bewegst. Das heißt, wenn ich heute den Berliner gegessen habe, weiß ich, dass ich morgen trainiere, koste es, was es wolle, ist mir scheißegal, weil sonst verschiebe ich es die ganze Zeit und ich verschiebe es. Habe ich ein Duplo gegessen, habe ich ein Hanuta gegessen, je nachdem, was gerade da war, ein Twix, ich weiß, also ich bin jetzt nicht der Typ, der diese ganzen Sachen isst. Ich habe Jahre gebraucht, um diese ganzen Sachen wegzubekommen. Was ich in letzter Zeit esse, also jetzt im Fasching, war es zum Beispiel diese Berliner mit meinen Kindern. Ansonsten ist es bei mir Nüsse, die hauen halt extrem rein. Ansonsten gibt es so keine Süßigkeiten. Twix habe ich wahrscheinlich vor 8 Jahren oder so mal das letzte Mal gegessen. Aber es geht darum, im Grunde, wenn du solche Sachen isst, wo du weißt, die ist nicht so gut für meine Figur, dass du dann direkt mit einberechnest und dafür wird trainiert. Aber unterschätze nicht, das Essen, was du gegessen hast an Kalorien, hat manchmal mehr Kalorien als das Training, was du machst. Wenn du 10 Minuten HIIT-Training machst, hast du keinen Schokoladenriegel verbrannt. Der ist immer noch drin. Ja, da hast du vielleicht 50 Kalorien verbrannt oder so und der Schokoriegel hat 180. Das dürfen wir nicht vergessen. Viele Menschen, die regelmäßig trainieren, ich habe jahrelang hier Kurse gegeben bei mir im Ort und es waren dann Frauen, die nach dem Training zum Rewe und zum Aldi gelaufen sind, weil sie gemeint haben, heute habe ich hart trainiert, jetzt gönne ich mir ein Stück Kuchen. So, jetzt hast du ein paar Minuten trainiert, hast vielleicht 50 Kalorien verbrannt, dann holst du den Kuchen mit 2000 Kalorien. Bringt nichts. Das heißt, wenn du hart trainierst, bleib dabei, sauber zu essen. Wenn du das eine Zeit lang machst, am Anfang ist es schwierig, die Gewohnheit, aber mach das mal eine Zeit lang, immer wieder. Du wirst immer wieder Rückfälle haben, das ist völlig normal. Mach dir bewusst, es werden Rückfälle da sein. Das ist normal, hat jeder. Aber dranbleiben, ja? Dranbleiben und irgendwann wird es eine Gewohnheit werden und irgendwann wirst du dich freuen, weil du das Ergebnis siehst, im Spiegel oder in den Klamotten, dass deine Figur sich so verändert hat, wie du dir das wünschst. Nee, das war's. Ich werde euch die App und so weiter nochmal einblenden. Ich habe noch ein Video, wie du deine Kalorien selber ausrechnen kannst. Ist ein bisschen kompliziert, musst du nicht machen. Ich werde es dir trotzdem unten verlinken. Ich finde, mit der App geht es schneller. Es ist vielleicht nicht ganz so genau, aber es geht schneller und du hast dann einen Überblick, was du wirklich, wirklich, wirklich isst. Weil wir tendieren dazu, das zu unterschätzen, was wir essen. Wir essen viel, viel mehr, als wir denken. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Abnehmen, flacher Bauch, bisschen fitter sein, mein Wohlfühlgewicht erreichen, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn du weiter mehr solche Videos von mir haben möchtest, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Komm und folg mir auf Instagram, da zeige ich so täglich, was ich so mache, trainieren, essen und lass dich an meinen Themen teilhaben, die mich so interessieren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Nutze das Wissen jetzt wertvoll für dich, setze das um, sodass du davon profitieren kannst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.